Ja, somit ein recht herzliches Willkommen, liebe Freunde von Control. Ein sehr geiles Spiel mit Jesse Faden, die wir gleich sehen werden jetzt. Und da ist sie auch schon, nice. So, letztens haben wir doch mit der Grafik debattiert. Sie muss hin und wieder noch ein bisschen nachladen, aber gut, okay. Ist ja nicht so tragisch. Genau, die Batterien, die sind da. Das ist jetzt auch da. Okay. Ja, wird schon gehen. Wird schon gehen. What? Missionen. Nee, die brauchen wir nicht. Wir könnten aber wieder beim... Ja, Outfit. Die Nebenmissionen vom Ding haben wir ja gesagt. Was haben wir da überhaupt beim Hoppala. F. Ah, okay. Ja, müssen wir schon über den wechseln. Ach, wieder die falsche. Zum Hausmeister. Wenn wir da alle Missionen von Hausmeister machen, bekommen wir da ein neues Outfit, glaube ich. Aber schauen wir mal. Ob das jetzt schon geht, ob wir da vor das Spiel durchspielen müssen und dann noch ein bisschen rumlaufen können, ich weiß es nicht. So, wir werden letztens schon einmal die Typen, was er geflogen sind, ausgeschalten. Oh nice, eine Lootkiste. Sehr schön. Schauen wir da mal. So, ja, mit der Orientierung ist es hier nicht so ohne. Lass ich mal kurz schauen. Wo geht's denn da hin? Achso, na, da sind wir gekommen, oder? Hab ich wieder mal keinen Plan, wo wir hin müssen. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, aber die Richtung könnte stimmen. Sind wir da? Ja. Doof jetzt, ne? Sind wir von hier gekommen oder von der anderen Seite? Jetzt weiß ich nicht mehr. Nö. Ah, da sind wir richtig. Da geht's weiter, glaube ich. Ja. Stimmt schon. So, wir sammeln alles auf. Wir sammeln alles auf. Da ist nichts mehr. Weiter geht's. Können wir gleich da hinten vorbeigehen einfach? Ah, schaut sich das an. Das geht sich doch aus. Das geht sich doch aus. So, liebe Freunde, jetzt gehen wir mal rein. Es hört immer erstmal mit so an, als wird... da geht es erst auf. Als wird es nicht gehen. So, Wartung. Schwarzstein, Steinbruch. Finde den Schwarzstein, Steinbruch. Okay, da ist ein Elevator. Den rufen wir mal. Der Aufzug ist kaputt. Ja, geil. Ich muss auf die altmodische Art darunter. Das ist die altmodische Art, die Stufen, oder was? Vorher schauen wir noch in den Shelter rein. Ja, wieder ein bisschen Material. Bekommen. So, dann drehen wir noch kurz eine Runde. Ja, Stufensteigen haben wir ja gesehen. Kann sie nicht so gut. Hat's ein bisschen was. So, die altmodische. Einfach da runter oder was? Ah, da ist hier ein Loch. Also das Gitterchen, das könnte was sein, dass wir da runterkommen könnten. Obwohl, da geht es nicht wirklich weiter dann. Schauen wir mal hier. Ich könnte das hier gehen. Tja. Schwer zu sagen. Probieren wir es einfach mal. So, hier runter. Da höre ich schon irgendwie einen Schreien. So, wir jumpen mal da runter. Immer nur wen, oder sehen wir da auch irgendwen? Oh! Ciao! Okay, das war mal das. Dann sollten wir hier runter können, jawohl. Du
Röhrchen, jawohl. Komm vor, sei das nicht so 100% flüssig, wenn ich mich da umschaue. Aber es geht noch, es geht noch. So, hier runter. Oh. Ah, jetzt verpisst er sich. Na, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Geht doch. So, uah, nur nicht daneben springen. Ja, ist 100%. Was habe ich da raufgestellt? Lass mal kurz einmal schauen. Da sind wir auch jedes Mal drin, hä? Die Details, die brauchen wir auf jeden Fall. Texturfilter, Mittel, 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 Schattenauflösung, ja, Volumen. Nehmen wir die Kantenklettung 1 raus. Das merkt man ja gar nicht so wild, glaube ich. Ja, das war es aber jetzt nicht wirklich. Bilde ich mal ein. Ne. Immer schön, da fehlt immer was genau, wo wir runter müssen. Das ist natürlich herrlich. Da können wir runter. Jetzt sind wir fast unten, oder? Dann fahren wir ganz runter springen, checken wir nochmal die Lage. Wo, Jesse, aufpassen. Wo könnten wir? Wir könnten hier aufs Regal springen, genau. Ja, perfekt. Perfekt, Jesse. Kein Fallschaden, jawohl, so gefällt mir das. Aha. Komm, kämpf für mich. Danke dir. Er geht trotzdem zu mir weiter, alles klar. Kumpel, komm mit. Ich höre doch noch was, oder? Gut, dann nehmen wir das mal schnell ein, den Control-Punkt hier. Das ist schon mal sehr nice. Dann haben wir den schon mal fix. Sehr schön. Perfekt. Eingang zur Mine, oder was ist das? Black Rock. Sehr schön. Wir sind Steinbrucheingang. Ja klar, logisch. Wo sonst? Wo sonst? Dann schauen wir doch aber auf jeden Fall rein. Gut, wir haben erst 9 Minuten. Der Lift. Hoffentlich geht er wenigstens nach oben an den Lift. Gut, wir können ja Schnellreise machen. Das passt dann ganz gut. So, irgendwie ist er leicht verschwommen beim Drehen. Warum ist das auf einmal? Ach, nächstes Mal Computer, wenn ich nicht vergesse, nochmal komplett neu starten, sicherheitshalber einfach. Aber es geht. Ach du Scheiße. Ach, so könnte man die Folge nennen. Oh! Ja, Herr, bitte. So, Schild, Henny. Was nimmt er hin?
nicht getroffen. Super. Ja. Da kommt schon der nächste. Komm, lad mal auf. So, Fratz. Gut, wir könnten... Allerdings die Schildhaine ist auch mit der wilden Waffe mal probieren, würde ich sagen. Boah, geht. Aber ich sage mal, mit Schleudern ist eigentlich einfacher von dem her. Die ist zwar ganz witzig, schaut auch nice eigentlich aus, aber da braucht man einfach zu lange. Ich glaube, nehmen wir zum Spaß einfach mal die Uzi wieder mit, oder? Oder die Pumpe? Ich weiß es gerade nicht. So, die war natürlich auch relativ easy, ja. Das ist aber genau das. Die können sie eben nicht so schwer machen, wenn sie nur einen Schwierigkeitsgrad haben. Finde ich. Außer es gibt ja so ein Game, das extrem schwer ist, finde ich aber auch extrem hinder, dass das nicht irgendwie, wie heißt denn das nochmal? Aber das will es ja nicht sein, glaube ich. Das will es ja jetzt nicht sein, das Spiel hier. Dark Souls, glaube ich, oder? Ja, Dark Souls. Das ist ja extrem schwer, glaube ich. Da war da nicht gerade irgendwo so ein... Moment mal, wo habe ich denn den gesehen? Oder haben wir den schon? Okay. Okay, alle Wege führen nach Rom. Gut. Der Stapel ist gerade wieder jetzt, ihr seht es hier, nicht so geil, aber das kommt dann irgendwann. Ich weiß auch nicht, warum die Grafik da nicht nachkommt. Von weiter Entfernungen, okay, sehe ich nur einen, aber ihr jetzt? Aha, einmal raus und wieder rein. Escape und dann geht's. Ich habe mir geglaubt, weil ich was umgestellt habe. Nein, ich muss Escape und wieder rein. Und dann geht wieder die Grafik. Witzigerweise. Hm. Sehr merkwürdig. Ist sehr merkwürdig. So, ich glaube, da müssen wir dann auf jeden Fall weiter. Ich gehe mal noch kurz den einen Gang da runter. Dass wir noch nichts Essentielles hier verpassen. Ah, jetzt geht's ja. Jetzt lädt er wieder schön die Grafik, die Texturen alle. Da geht's so. Oh, ach du Scheiße. Und weg, und weg, und weg. Genau, das habe ich ganz vergessen. Das war so ein komischer, weiß ich nicht, was das war. Okay, das ist zu gesperrt, vielleicht müssen wir da rüber sogar. Wie schaut's hier aus? Das blendet. Ich liebe es, wenn ich bei dem Spiel die Lampen nicht ausschießen kann. Das liebe ich. Genau, und das war... Jetzt zeige ich wieder nach hinten. Moment einmal, das schaut mal so nach Würfeln aus. Jetzt lädt er schon wieder nicht. Pass auf, mal Escape und wieder rein. Ja, jetzt lädt er. Ja, das kann doch nicht die Ding sein, das gibt's ja nicht. Verdammt, noch einmal kann ich die... Das war aber noch zu wenig, glaube ich. Gibt's da genau... Aha, Moment. Na, ich brauche unbedingt vom Schleuder noch die letzte... Die letzte Stufe. Da ist doch was. Ich seh's doch.
Nice. Das ist ein Zusatzlevel. Okay, bis hierhin kommen wir wieder rauf, glaube ich. Da schauen wir doch glatt mal runter bei den Zusatzlevel, oder? Wenn wir schon entdeckt haben. So, sollte noch. Ja, geht noch. Perfekt. Gut, jetzt ist es schon spät gewesen. Oder ist es nur ein Abschneider? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Tja, oh, wo sind wir hier? Wow. Alter, wer schießt denn auf mich? Ich sehe nichts. Da unten ist die Lootbox. Ich sehe aber nichts. Geht's da runter? Ja, da geht's runter. Ah, der wirft Drogen. Okay, jetzt haben wir aber nicht mehr viel. Können wir hier einfach runtergehen? Nein, können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Rauf, 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 Jesse, 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 Jesse. Hat jetzt noch einer geschossen, oder? Warte, ich sehe dich, oder müssen wir wieder rüber irgendwo? Wow. Wow, 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 wow. Ja. Okay, das lassen wir, das ist ein bisschen zu schwierig, oder ich check's gerade nicht. Oh. Ich weiß nicht, ob das nur ein Abschneider war, oder ob das hier Zusatzlevel irgendwas war, nur mit Loot. Eine Lootbox, eine kleine. Zahlt sich aber jetzt nicht aus. Ein bisschen Material, würde ich sagen. Wir sind jetzt aber schon hier unten beim Lift, oder? Ja, Gott sei Dank. Nice. Und ihr spawnt jetzt nicht noch einmal. Nein, leg mich doch am Arsch. Das kann jetzt nicht sein, oder? Na, schauen wir mal, vielleicht... Vielleicht sind ja... eine Spur weniger Leute jetzt. So, die haben wir dafür jetzt was bekommen. Energie in eurem... Oh! Verdammt. So, falls noch wer ist, kämpfst du mal mit mir mit? Das hätten wir können vorher auch machen bei den Schildhändlern. Nein, die kann man nur, die kann man nur komplett... Das wäre die Mühe nicht wert gewesen. Das ist wieder zu. Okay, alles klar. Dann müssen wir rüber zu der komischen Sphäre, glaube ich. Entweder müssen wir da einfach vorbeilaufen schnell. Alter, was? Was war das? Runter und dann links, da müssen wir ganz schnell sein irgendwie, weil da kommt irgendwo die Sphäre, glaube ich. Obwohl da runter, gehst du runter. Gehst du unten weiter? Ach du Scheiße. Ich bin mir jetzt sicher, ob es da unten weitergeht. Uah, Jesse. Wow. Das leg das ab. Nicht erwartet. Okay, wir sind anscheinend. Oh. Oh, nice. Oh. Ups. Was gibt's hier?
nicht ausschießen. Können wir nicht ausschießen. Gut, ich sehe hier keine Lootbox oder irgendwas. Okay. Rechts kommen wir für einen Lift und ein Fragezeichen. Aber wo müssen wir hier hin? Ich hoffe, es wird uns irgendwas angezeigt. Wir gehen mal hier rechts. Aha, das wird so ein Strom. Aktiviere den Sprengstoff und den okay. Ich muss hier was aktivieren. 1, 2, 3. Puff, oder? Ich schätze mal. Warte, wir gehen ein bisschen hin. Dreimal Sprengstoff aktivieren. Schwuppdi. Okay, geht sie nicht aus. Ja, oh, komm. Ernsthaft jetzt? Schwupp. Gegner's. So, gib mal den her und gib mal die Dreh-Uzi. Aber warte mal kurz, was hast denn du drinnen bei der? Schaden beim Zielen 34%. Was habe ich im Dreh drin? Kopfschussschaden. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob der so geil ist. Rüstung. 61, 52, 73 Kopfschuss brauchst dann fast nicht. Puh, Schaden beim Zielen ist gar nicht so geil. Ja, aber ich habe 52% mehr generell Schaden und darf 34% nur beim Zielen? Verstehe ich nicht. Achso, das ist speziell für einen Stich, oder? Weil der so viel Schaden macht. Ja, mal schauen, wo wir den brauchen. Vielleicht bei einem argen Gegner dann noch extra. Kopf, auf der Kopfschussschaden bei dem. Hm. Was hätte man noch im Angebot eigentlich? Energie vom Kopf, nein, das brauche ich glaube ich nicht. Aktionskosten, das können wir eigentlich zerlegen. Schaden bei niedrigem Leben ist natürlich auch phasenweise nicht so schlecht. Erhalte eine Energie von Kopfschüssen. Nö. Vor allem Level 1 war das. Feuerrate, nee, finde ich jetzt nicht so geil. Weil der ist nur schneller leer. Gut, ja. Hm. Schild brauchen wir nicht. So, 31, 37, okay, der kann weg. Schaden bei niedrigen Leben, das haben wir schon irgendwo drin, glaube ich. Brauchen wir nicht. Kosten, nee, brauchen wir auch nicht. %, 73. Kopfschuss, ja gut, wenn es geht, warum nicht? Hm. Fratz und weg. Genau, warum schmeiß ich ihn nicht einfach? Alter, wie viele stehen da? So! Hält denn der aus? Unfassbar.
Ach so, der hat sich wieder... Alter Schwede. Wir müssen, glaube ich, diese Sphäre da zernägern. Ich glaube, durch die haben sich immer wieder neue hergebordelt. Schild. Ach, das ist ja weg, ernsthaft. So, der Henny ist mal weg. Jo, alles easy, oder? Was kriegen wir da? Drehvorrate Schubschl... was? Ganzen... kurzen... Info... Ausrüstung... Okay, die brauchen wir nicht mehr, dankeschön. Auf Zweier sagen, muss ich verarschen. Na gut. So. Zack. Zack. Jetzt muss es irgendwo eine Konsole geben, oder? Oh, da unten, glaube ich. Das werden wir noch in die Luft sprengen, wenn es jetzt soweit funktioniert. Und dann schauen wir einfach mal, ob es da eine Art Speicherpunkt gibt. Nehmen wir das noch mit. Und go. Steinbruchvorfall. Okay, müssen wir sammeln. Jo. Dann schauen wir mal, ob es was triggert. Da ist es. Du hast mich hergeführt. Die HV. Ja, na logisch. Sie sind fuck. Ich muss dieses Prisma zum Marshall bringen, bevor es zu spät ist. HV? Dann Dylan. Da unten ist der komische Dings, die Bumse da. Oh shit, der ist zugesperrt, fuck. Fuck, das ist auch zu. Schild, hilf mir! Verdammte Hacke, wo geht's denn da raus? Müssen wir da rauf, oder was? Schauen wir mal, ob es da irgendwo einen Ausgang oder was gibt. Was sagt die Map eigentlich? Ja, nicht wirklich. Geht da was? Ja, da kommt sie ja nicht drauf. Verdammt. Ah, fuck. Ich Vollidiot, jetzt fliege ich wieder da runter. Meine Güte, wo ist denn der Ausgang? In die Richtung, oder?
Da hinten? Jetzt bin ich da wieder gleich. Bin gleich tot. Bin gleich tot. Warum kann ich das töten? Ich glaube nicht. Da sind die Stufen, oder? Alter Schwede. Einfach mal weg. Bitte lass es aufgehen. Nein, danke. Huh, huch. So, geil wäre jetzt unser Kontrollpunkt. Nein! Fuck! Ach du Kacke. Wo ist jetzt der Lift? Genau oberhalb, oder? Ob bergauf fährt er jetzt auf einmal, oder was? Ja, alles klar. Nice. Bergauf geht er, der Lift. Holen haben wir nicht können, naja gut. Automatisch wieder aufgeladen, okay, nice, 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 nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Geschäftsleitung, zentrale Geschäftsstelle. Ah, da hätten wir noch irgendwelche Missionen, glaube ich, auch gehabt. Das lädt schon wieder nicht, pass auf. Wir gehen mal kurz raus und wieder rein. Und... okay, weiß ich nicht. Oh, Stapler ist da. Okay, perfekt. So, Shelter waren wir schon. Ich glaube, die Richtung müssen wir. Sonst ein Speicherpunkt auf jeden Fall mal. Wo ist der? Hä? War der unten, dieser eine Sport? Moment mal, wo war denn der Speicherpunkt jetzt? War der unten und ich habe ihn jetzt nicht gesehen, oder was? Ernsthaft? Hm. Naja gut, wir könnten ja dort Schnellreise machen, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kann man wieder runterfahren? Das will ich jetzt wissen, ob ich den verpeilt habe. Fahr nochmal runter. Das gibt's ja nicht. Wo war denn der? Die Richtung müsste sein. Das glaube ich jetzt ja nicht, oder? Sind wir da vorbeigelaufen? Wir müssen einfach nur speichern, dass wir Ende des Ding haben. Da, direkt, da ist er eh. Ja, nice, Speicherpunkt. So, zwei. Achso, das haben wir schon. Ich muss nur, ah, das muss ich noch leveln, dass ich größere Dinge aufnehmen kann. Okay, ich verstehe. Gut, da sind wir nicht so schlecht am Start. Schild, joa, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da können wir dann... ja, aber der Schaden ist doch eh, aber da können wir schwerere Dinge schleudern. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
Gegner mit wenig Leben schleudern? Hm. Das aber zu mehr Leben ist auch nicht so schlecht, aber ist jetzt nicht ganz so wild notwendig. Hm. Ich nehme das Schleudern. Scheiß drauf, das ist mitunter eh das Stärkste eigentlich. So, pass auf, gib mal... Nö, nicht den Griff. Gib mir jetzt mal den Stich hier. Und schauen wir mal. Na, ich glaube, das kann man nicht kaputt machen, glaube ich. Kaputt wird das Teil einmal sicher nicht. So, ich glaube, sind, oder? Wo müssen wir hin? Zentrale Geschäftsleitung mit Marshall wieder reden. Okay. Wir reisen mal hin. Das ist jetzt angenehm, dass wir da direkt so hinreisen können gleich. Plaudern werden wir dann bei der nächsten Folge gleich am Anfang. Haben wir jetzt irgendein neues Outfit? Nein, leider nicht. Hallo? Ah, okay. Gefällt mir ein bisschen besser. Aber jetzt das eine oder andere Outfit hätte man können mittlerweile auch, glaube ich, bekommen. Naja. Ja gut, machen wir noch eine kleine Ausnahme. Würde ich sagen, plaudern wir noch kurz mit ihr. Situationsbericht. Zum Abschluss, dann können wir nächstes Mal gleich wieder loslegen. Befestigt, wie befohlen. Die Wartung ist relativ stabil. Ein Sicherheitsbeamter namens Arish hat angeblich mehrere wichtige Orte gegen das Zischen verteidigt. Die Forschung wurde überrannt. Ein kleines Team hält derzeit das HRV-Labor. In der Isolation ist es... Nun, es ist... Da steht er mit der Lewis Gun. Seit dem Angriff hat niemand mehr was gehört. Hoffentlich sind keine Nachrichten, in dem Fall gute Nachrichten. Lass mich raten, wir müssen hingehen. Guten Tag. So, mit dir plaudern wir noch und dann machen wir Schluss mit dem Bad. Ich musste einen Abstecher zum Steinbruch machen. Aber ich habe reichlich. Hier. Wir starten die HRV-Produktion sofort neu. Ich habe ja versprochen, von Dylan zu erzählen, wenn sie uns geholfen haben. Mhm. Das ist es. Sie weiß es. Darauf habe ich 17 Jahre gewartet. Ihr Bruder ist hier. Er war einst bekannt als Primärkandidat 6. Code P6. Wir brachten ihn nach der Sache in Ordinary hierher. Er war bereit, der zukünftige Direktor zu sein. Er hatte Talente, die weit über alle anderen Kandidaten hinausgingen. Natürlich hat er das. Wir fanden dich gemeinsam. Wir haben eine Verbindung. Bist du jetzt bei ihm? Also haben sie ihn entführt. Wir nahmen ihn auf. Ihre Eltern verschwanden mit allen anderen Erwachsenen in Ordinary. Seine Kräfte veränderten ihn langsam. Es gab Opfer. Er war ungeeignet als Direktor. Wusstest du davon? Hast du mich deshalb nicht früher hergebracht? Hast du mich von hier ferngehalten? Wo ist Dylan? Er ist im Isolationssektor, im Panoptikon. Mein Bruder. Ich dachte, wir wären uns gleich. Was, wenn wir es sind? Ich gehe. Jetzt. Das habe ich erwartet. Ich muss noch etwas sehen.
Etwas, was das Zischen nicht finden darf. Es sollte nicht lange dauern, aber Sie müssen inzwischen auf die Behörde aufpassen. Sie passen inzwischen auf die Behörde auf. Und nicht vergessen, Dylan ist gefährlich. Lassen Sie ihn nicht frei, Direktorin Faden. Wie bringe ich Sie dazu, mich nicht so zu nennen? Ich bin nicht wegen Ihnen hier. Nichts hier ist einfach. Diese Leute haben meinen Bruder mitgenommen. Aber mich haben sie anstandslos akzeptiert. Sind sie meine Feinde oder meine Freunde? Tja, das ist die Frage. Ich muss Dylan sehen. Ich muss es wissen. Ich wünschte, du könntest mir sagen, was du weißt. Bleib einfach bei mir, okay? Ich kann einen Freund jetzt gut gebrauchen. Finde Dylan. Isolierte Verwahrung. Panoptikum. Das Überlebende. Wir haben mehrere Schutzräume mit Überlebenden gefunden. Wir warten auf die HFV, bevor wir sie öffnen. Aha. Nehmen wir gleich mit und was hat er? Schleudert schwere Objekte und Gegner, wenn sie nur noch über wenige... Was? Gegner schleudern, Stufe 2. Schwere Objekte und Gegner. Schaut ja mal ganz witzig aus. Vielleicht haut das noch mehr rein. So, da müssen wir gut, wir sind aber, ja, wir sind zwar jetzt gerade da, aber aber da sind wir nicht mehr lange. Gut, Freunde. Ich sag danke fürs Zuschauen. Das war's mit Jesse Faden und Control, weil Steinbruch haben wir abgeschlossen. Und ja, nächstes Mal schauen wir, dass wir Dylan finden. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Control hier bei Bernie Gaming. Ciao, ciao. Und ja, würde mich noch riesig freuen, wenn es mir noch ein Däumchen da lässt, vielleicht, wenn ihr Zeit habt. Danke, danke. Ihr seid die Besten. Ciao, ciao.